Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Und ja, bevor ich mit irgendwas anfange, muss ich erstmal ein bisschen was loswerden, um mich da auch groß zu entschuldigen erstmal. Mir ist jetzt aufgefallen, durch Kommentare, leider erst, dass letztens bei mindestens drei meiner Videos so gefühlt die letzten 7 bis 8 Minuten lang komplett Blackscreen waren. Ob man nur noch den Sound gehört hat, also mich und den Ingame-Sound, aber das ist ja komplett Schwachsinn, wenn es kein Bild dazu gibt. Und ich habe beim ersten Mal gedacht, okay, das ist einfach nur ein Renderfehler gewesen, nicht so tragisch, ist mir ja nie passiert eigentlich. Und dann kam es beim Mass Effect Part nochmal vor und kurz darauf nochmal beim Star Wars Galactic Battlegrounds Part. Und da habe ich mir eigentlich nur gedacht, was zum Teufel geht da gerade vor sich? Tut mir aufrichtig leid, dass sowas passiert. Soll nicht passieren. Darf nicht passieren. Ich kann mir noch nicht ganz erklären, woran es allerdings liegt. Allerdings werde ich versuchen, das zu minimieren. Ich kann es ja rausfinden, indem ich mir die Videos einfach mal voll genauer angucke. Normalerweise läuft es bei mir ja so. Ich mache die Videos. Ich render die Videos. Ich sehe ja an Camtasia, wie sehr er rendert. Camtasia hat ja manchmal die Eigenart, dass er ein fertig gerendertes Video mit 0 Bytes speichert. Also Fail-Render, kann man sagen. Da muss ich nochmal von vorne machen, warum auch immer Camtasia sowas tut. Dann Camtasia manchmal die Eigenart, so bei 70% Rendering zu sagen, oh, ich bin fertig. Wo ich direkt weiß, okay, da stimmt irgendwas nicht. Aber diese Videos, die im Blackscreen waren, waren zu 100% fertig gerendert. Deswegen war ich der Annahme ganz spontan, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, alles klar, das ist in Ordnung. Da muss ich nicht unbedingt jede Minute nachgucken. Der Fehler scheint aufzutreten, wenn ich mehrere kleinere Teile habe, die ich zusammensetze. Ich nehme jetzt mit Shadowplay auf, beziehungsweise Mass Effect 3 muss ich mit Shadowplay aufnehmen. Und Mass Effect wird von Shadowplay immer in drei Teile zerhackt. Eine 30 Minuten Parteinheit, weil die Dateien zu groß sind für Shadowplay sonst. Sind nicht wirklich große Dateien, aber Shadowplay mag es nicht, wenn die Dateien größer als 5 Gig sind. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber ist halt so. Und da ist es mir aufgefallen, dass es daran liegen könnte, wenn man jetzt halt mehrere Teile hat, die man zusammenschneiden will. Das ist bei Star Wars Galactic Battlegrounds nicht anders, weil da nehme ich immer Traps auf. Aber da ist das Spiel dran schuld. Weil jedes Mal, wenn ich quasi ein Briefing starte, also dieser, ja, Lord Vader und so, ne? Das ist eine Einheit und wenn dann die eigentliche Mission beginnt, ändert sich der genannte Bildschirm. Das ist vom Spiel her so und das erkennt Fraps in der Art, oh, das Spiel hat gerade aufgehört, ist jetzt aber wieder da, deswegen mache ich es wieder weiter. Und deswegen habe ich bei Galactic Battlegrounds auch mehrere Teile für eine Folge. Es sei denn, ich bleibe in derselben Mission in der gesamten Folge. Und deswegen, ich muss ein bisschen besser darauf aufpassen. Tut mir, wie gesagt, immer noch leid. Ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Aber das sehen wir jetzt einfach. Ich achte jetzt ein bisschen drauf und hoffe, das passt dann so. Okay. Gehen wir mal zum Kriegsaktivposten. Da hat sich ein bisschen was getan. Nämlich zum Beispiel beim 103. Marine Corps. Division, Entschuldigung. Aktualisiert. Das 10-Zeta trägt den Spitznamen Brückenverbrenner. Okay. Es handelt sich um Kampftechniker, die auf die Zerstörung befestigter Anlagen im feindlichen Gebiet spezialisiert sind. Die verschworene Gruppe von Männern und Frauen werden wegen ihrer Sachkenntnis respektiert, sind bekannt für ihre Hartnäckigkeit und berüchtigt für ihren Enthusiasmus. Und die erste Flotte Allianz? Oh, zwei Aktualisierungen sogar. Ja, eine. Das unter haben wir schon. Oh Gott, das Schiff? Die SSV Anicor war eines der vielen Allianzschiffe, die während des Gaianischen Angriffs 2167 die Koloniewelt Elysium vor Piraten und Sklavenhändlern gerettet haben. Um sein Schiff und seine Crew behalten zu können, lehnte der Captain nach dem Angriff eine Beförderung ab. Okay. Kommen wir zum Ziegel. Das sind nämlich zwei neue Einträge. Die Fertigstellung des Zielgeräts erfordert die Ressourcen und Facharbeiter ganzer Systeme sowie die besten Wissenschaftler der Galaxie. Ah, der Javelin gehört dazu. Ist ja interessant. Die von der Allianz entwickelten Javelin-Raketen setzen beim Aufschlag dunkle Energie frei. Dadurch werden vernichtende Raumzeitstörungen ausgelöst. Versteckte Warpfelder, die
Molekülbindungen des Ziels aufheben. Nach mehreren Treffern mit diesen Raketen bricht sogar die stärkste kinetische Barriere zusammen. Die Allianzforschung hat mehreren Fabriken auf den Kolonien mit der Herstellung von Javelin-Raketenwerfern beauftragt, um alle Schlachtschiffe und Bündnisflotten damit auszurüsten. Okay. Und Ex-Servus. Als Methoden des Unbekannten extremer wurden, verließen fähige Agenten Servus. Sie haben ihre Hilfe gegen die Reaper angeboten und wollen alles tun, was sie können. Ah, die Forschungsdaten, die wir geholt haben. Daten aus einem Servus-Forschungslabor erhalten Berichte über Zusammensetzung und Stärken verschiedener Reaper-Einheiten. Allianzwissenschaftler überprüfen Informationen, aber sie scheinen echt zu sein. Damit könnten VIs des Allianz-Meteors die zur Entwicklung von Strategien gegen Reaper, gegen Bodentruppen der Reaper heranziehen. So, nebenbei, falls es sich beim letzten Part nicht aufgefallen ist, wir haben hier so einen kleinen weißen Strich hier. Wenn wir den erreicht haben, können wir quasi, naja, das Ende quasi erreichen vom Mass Effect 3. Vorher zu schwach. Hast du die Citadel gesehen, als wir auf Landgang waren? Man merkt dort überhaupt nicht, dass Krieg ist. Das wird sich bald ändern. Richtig. Die vielen Flüchtlinge müssen ja dann. Keine Einträge? Interessant. Okay, Chambers hat mir immer gesagt, ich habe keine Einträge und dann habe ich welche gehabt. Aber gut, verdrücken wir uns jetzt mal wieder nach Skepsis. Toller Name nebenbei. Und dann machen wir die nächsten Sondermissionen. Da oben sind wir ja durch. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das proteanische Gerät können wir beschaffen. Ja, sowieso, was anderes können wir nicht mehr machen. Das ist ja die nächste Pflichtmission. Das heißt, wir gehen erstmal zum proteanischen Artefakt. Was ein DLC ist, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, Eden Prime ist ein DLC. Gut, aber zuerst gehen wir ein bisschen in die anderen Randsysteme. Das eine Randsystem, was leicht weg ist. Ich habe jetzt Sorgen um meinen Sprit, wenn ich ehrlich bin, aber ich hoffe, hier gibt es auch ein bisschen. Signal bestätigt. Zumindest gibt es hier zwei Sachen. Was haben wir denn hier? Überreste von Hyperzerstörer. Was hat denn der da gemacht? Ist nur in die Sonne gekommen? Was haben wir hier? Ah, Navy-Erkundungsflotte der Allianz. 40% Aktivposten nebenbei. Holy shit, hier so einiges. Yeah. Ausweichen erfolgreich. Okay, da vorne ist noch was. Ja, das war verkackt von mir. Reaper umgangen. Das ist so kacke mit den Reapern. Okay, habe ich ein bisschen Treibstoff, es reicht locker, um wieder zurückzukommen. Lass mich in Ruhe, Alter. ULG-Sprung erfolgreich. Okay, in die Mitte kriegen wir locker. Ich finde es so super, wenn man den Planeten erreicht, dass man einfach in Ruhe dann scannen darf. Ja, ihr wartet schon auf mich, ne? Ich bin ja gerade, ne? Ah, die Shanghai. Bye bye. Ausweichen erfolgreich. So, dann einmal von oben, damit ich ja direkt rankomme. Reaper Umgang. Na, wunderbar. Bevor der hier nebenan mich holt, Loki, ne? Sehr interessanter Name. Aber Asgard war mal ein sehr interessantes System, da habe ich ohne eine Scheiße bekommen. Spielst du an das Team Delta? Nein, du frisst mich nicht. ULG-Sprung erfolgreich. Utopia. Ich überlege gerade, ob hier auch Reaper kommen können. Versuch's mal. Scheinbar kommt hier nichts. Ich habe etwas gefunden. Umso besser. Da kann ich in Ruhe erstmal suchen. Ah, Zion? Hier Matrix oder was? Was haben wir denn hier? Sterne-Starteneinheiten. Irgendwas eiert hier noch rum. Hier war nichts, ne? Ne, haben wir
mal Planeten erreicht. Ist irgendwas hier unten? Ah, oder hier. Ah, Treibstoff. 200 Einheiten. Das ist gut. Spare ich ein bisschen Geld. Gut, gehen wir noch eben Prime und machen das aus der Asche DLC müsste es dann sein. Ja, mehr zum DLC sage ich, wenn wir da sind. Unser Kampfkraft ist ja sowieso... Achso, Liao ist Pflicht hierbei. Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt hier auch ruhig später machen, aber Liao ist Pflicht. Dann nehmen wir James mit, wir haben eh so viel Auswahl momentan. Wird sich aber relativ sehr bald ändern. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Nö, das passt so. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender Ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Der Sender hat uns ein paar Jahre Vorbereitungszeit gebracht. Ohne ihn hätten uns die Reaper schon ausgelöscht. Genau, also könnte jedes andere proteanische Artefakt auf Eden Prime genauso wichtig sein. Ja, denn das war der Schauplatz der allerersten Mission von Mass Effect 1, falls es nicht erwähnt haben sollte. Die sogar auf meinem Kanal noch zu finden sein sollte. Und diesmal können Sie uns bei jedem Fund helfen. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, was Cerberus gefunden hat? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Aber was es auch ist, bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie. Verstanden. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Kein Anzeichen von Überlebenden. Los, wir müssen die Ausgrabungsstätte finden. Hier gibt es auch eine Menge Zwischendialoge. War früher eine... Sie werden alles wieder aufbauen, sobald wir uns um Cerberus gekümmert haben. Ich bin auf Schiffen aufgewachsen. Wenn man eins verliert, kann man immer auf ein neues ziehen. Aber die Erinnerung bleibt trotzdem. Ja, aber du schwebst. Ja, hier kann man auch eine Menge Zusatzdialoge freischalten. Schläfst immer noch, ja, aber. Wenn man zum Beispiel Kaidan oder Ashley mitnimmt in die Mission, also man diese Mission hier relativ spät erst macht. Ich will sie aber relativ früh machen, weil... Ah, ihr werdet es schon sehen. Die Mission könnte allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Die ist ein bisschen größer. Und wir müssen uns hier ein bisschen genau umgucken. Wir können ja auch eine Menge Kriegsaktivposten... herziehen. Ich glaube sogar 150 mindestens. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher über die gesamte Zahl, aber wir können hier ein bisschen was ranholen. Brauche ich Granaten? Nein. Wozu brauche ich Granaten? Ich benutze keine. In Andromeda benutze ich Granaten, aber... Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Das ist es eben, der Eden Prime Widerstand. Und da müssen wir die Hütten hier ein bisschen genauer durchsuchen. Um die alle zu finden, aber ich denke mal, werden wir schon alles finden. Ich habe die Mission zwar noch ein einziges Mal bis jetzt gemacht. Das ist der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Ja, ich glaube, das müssen wir sogar machen. Der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt, sondern ein Proteaner. Es ist also eine Leiche. Nein, Cerberus hat einen lebenden Proteaner gefunden. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Die Proteaner hatten eine sehr gute Stase-Technologie. Nur dadurch sind ihre Artefakte intakt geblieben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Liao ist ja davon jetzt voll getriggert. Was können Sie mir über Proteane erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Die meisten Informationen über sie sind nur Schlussfolgerungen.
Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Unterstützt, ja? So wie die Salarianer die Entwicklung der Kroganer beschleunigt haben? Ja, den Ausgrabungsstätten auf dem Mars oder hier auf Eden Prime zufolge wollten die Proteaner, dass andere Spezies dazulernen. Sie waren sehr an Wissen, Wachstum und Zusammenarbeit mit dem Rest der Galaxie interessiert. Stimmt schon, ne? So wie Sie das beschreiben, klingt das sehr nach den Asari. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein. Oder der weiseste Ratgeber. Ach, Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Dann holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Achtung! Wir hätten sich auch gleich wegrammen können. Oh nee, nicht diese Viecher. Ah, jetzt haben wir es wieder mit Snipern zu tun. Und mit ziemlich gelenkigen Arschlöchern. Wo willst du denn hin? Da müssen wir aufpassen, weil ich weiß nicht, wie ich so einen Schuss von so einem Nemesis machen kann. Zwei sind. Das ist mein erstes Such. Das war sehr knapp. Die haben erwischt. Schuss noch ein bisschen hinüber. Och komm. Wie schnell bist du dann Deckung gegangen? Komm rüber raus. Okay, ich weiß nicht, wie Schaden sie macht. Na was denn? Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Gut, das haben wir gemacht. Und ja, ein lebender Proteaner haben wir gefunden. Trägt ja wahrhaftig den Namen aus der Asche. Gewächshaus. Da gehen wir mal gucken. Sieh mal einer an. Klar, mit deiner scheiß kleinen Pistole, ne? Ach so, okay. Das ist ja natürlich ein bisschen... Nö. Los, ab geht in den Strudel. Wegen ihr das Schild rettet und so. Ich mag es nicht selber zu kämpfen, die sind mit teilweise diszipliniert. Sind die Reaper fast schon lieber, die ein bisschen rücksichtsloser kämpfen. So, hier oben. So, jetzt müssen wir nach kurz nachgucken. Kann ich das Geschütz übernehmen? Ja, kann ich. Viel Spaß damit. Das ist lustig. Mass Effect 2 habe ich diese Fähigkeit ja, ich glaube, habe ich sie mal eingesetzt. Selten wenn. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Da wir ja die Java dabei haben, können wir es bestimmt noch easy finden. Sie hat sich ja ein paar Jahre damit beschäftigt. Ungefähr die Hälfte ihres Lebens. Momentanen Lebens. Sie ist ja, wie alt ist sie? Erst 107 oder so? Für Asari-Verhältnisse ja gerade mal ein Zehntel ihrer Lebensspanne erst erreicht.
Hier vorne geht's irgendwo rin. Gucken wir mal nach. Ah, das ist eins der Ziele. Das lassen wir erstmal. Ich will erst die Kriegsaktivposten haben. Die sind ja auch irgendwo versteckt. Hey! Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Verdammte Scheiße, hier hat jemand gewohnt. Sag bloß, Sherlock. Da beschweren sich ja nie die Dialoge von Andromeda. Ich find's immer halt so geil, ne? Wenn er jetzt nur verdammte Scheiße gesagt hätte, wäre alles in Ordnung gewesen, ne? Aber die haben hier gewohnt, auch wirklich. Ich muss irgendwann mal ein Video machen zu Andromeda. Wenigstens eins. Ach nö. Das kannst du mal voll vergessen. Ist doch schön zu sehen, wenn man das auch gegen die Feinde setzen kann. Öfter als einmal. Okay, Geschütz scheint wieder auf der anderen Seite zu sein. Sehen wir uns wieder. Ah, knapp daneben. Na, trotzdem ist weg, hat die Kono HP. Was war das denn hier? Nö. Vielleicht soll ich noch eine Portion Midigel nehmen. Nee, nicht so ein paar Upgrade. Sag ich gerade, ich mochte die Reaper, weil sie rücksichtsloser sind? Was zum Teufel? Das Fenster auch noch. Nee, 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 nee. Granate. Gute Deckung. Nehmen wir eine Granate, ne? Dein Schädel gehört mir. Mieses Arschloch. Okay. Da scheint es mir auch regulär zu gehen. Die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Das stimmt, wir brauchen ja zwei Sachen. Wir brauchen einmal den Code und einmal einen Weg, die Kapsel zu öffnen. Okay. Das Medikit nehmen wir uns erstmal. Ah. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. Genau, ich glaube, das war jetzt Nummer 2. Nur Geld. Wir können uns, glaube ich, nach dem Mission mal ein bisschen was kaufen. Vielleicht nicht gut, mein Gewicht noch ein bisschen zu reduzieren. Gut, dann holen wir uns erstmal das erste Signal. Zum Glück haben wir keine Minispielchen mehr, sondern ist nur so ein Wartekrams. Nicht, dass ich was gegen diese Minispiele hätte, aber sie haben doch ein bisschen was in der Zeit weggenommen. Das müssen wir aus. Die Schotten dicht! Verstanden.
Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordstadt kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Ich denke, ich kann es duplizieren und die Lebenskapsel öffnen. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der Proteaner-Sender. Das letzte Mal hier auf Eden Prime hatten sie eine Vision der Reaper. Das stellt ihren Geist so ein, dass sie ihre Sprache verstehen. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen und wie die Lebenskapseln versiegelt wurden. Perfekt. Dann brauchen wir nur das Signal, mit dem sie den Stase-Modus aktiviert haben. Genau. Oh, Level 34. Können wir auch dem Mission mal ein bisschen wieder was suchen. Ja. Schönen kleinen Videoclips, was bei den Proteanern passiert ist damals, kriegen wir auf jeden Fall auch immer wieder. Aber finde ich das schön, dass es gemacht wurde. Also das ist eins der besseren DLCs, muss man auch sagen. Wir hatten ja im zweiten Mass Effect Teil die DLCs mit Kasumi und Said Marzani gehabt. Wo ich gesagt habe, es ist ja ganz nett, dass man zwei neue Teammitglieder bekommen hat, aber irgendwie auch blöd, dass man dem nichts anfangen kann. Also ja, man hat sie als Teammitglieder, ja. Wobei man eigentlich schon genug Teammitglieder hatte im zweiten Teil und dann konnte man mit ihnen nichts Großes machen, weil sie keine großen Dialoge hatten. Perfekt. Mit diesen Informationen hat die Widerstandsbewegung von Eden Prime eine echte Chance, Cerberus von ihrer Kolonie zu vertreiben. Ja, damit haben wir alle Daten geholt, die wir brauchen. Das heißt, es geht jetzt schnurstracks rüber zum letzten Signal. Ich denke mal, das kriegen wir diesen Part noch reingequetscht. Und danach machen wir weiter im nächsten Part. Das heißt, wir kriegen, glaube ich, nochmal eine Vision. Scheint auf jeden Fall keine Seele mehr zu leben. Das ist gut. Komm, das später wieder. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch ein bisschen Muni für mich. So. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Haben Sie das auch verstanden? Ja. Ich habe das Signal, mit dem die Proteaner den Stase-Modus aktiviert haben. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ihre Verstärkung ist da. Wärst du schon gewesen, oder? Bist du der Schlauste, wa? Oh, nö. Auf euch mal... Oh, Moment, komm mal ein bisschen näher ran, Leute. Kommt mal ein bisschen näher. Ich möchte gutes Schussfeuer auf euch haben. Na oh, komm hinterher. Das ist gut für dich. Das ist gut für die Gesundheit. Na komm, ich sag mal eine Rübe. Komm. Oh, lieber Granate werfen, wa?
Gut, wenn du meinst. Hat die auch den Schuss abgefangen? Irgendwie habe ich nicht mal das Schild getroffen. So, jetzt kommen wir drunter. Es ist nicht so einfach, den Schlitz zu treffen. Schon mal geht's aber trotzdem. Gut, aber ich denke, wir machen hier erstmal Schluss. Im nächsten Part geht's weiter und dann holen wir den Proteaner da mal raus. Bis dann, tschüss.